Im Jahre 481 haben sich sehr viele griechische Staaten zusammengeschlossen, um dann eben die Abwehrvorbereitungen zu treffen unter Führung Spartas. Das heißt, die Angriffe kommen vom persischen Großreich, ja, vom griechischen das schon Großreich. Bis zur Donau fast vorgedrungen ja, ist. Das heißt also, das ist aber gescheitert. Also ja. Der Übergang über die Donau ist also ein Fehlschlag gewesen. Das war schon 514, 13 etwa unter Darius noch. Ja. Ja. Und das endete mit einem Fehlschlag und hat natürlich den Griechen auch die Gefahr bewusst gemacht, die da kommen könnte. Und da gibt es also einen spartanischen König, Kleomenes den Ersten, der vermutlich so um 520 vor Christus König geworden ist. Der hat dann, als der erste Angriff drohte, 490, der ja von den Athenern abgewehrt worden ist bei Marathon, wohl schon so vermutet, welche Gefahr drohen würde und hat also dann versucht, auch Ägina dann sozusagen auf Vordermann zu bringen, um es mal so zu formulieren. Also die Ägineten sollten Geiseln stellen. Das haben die zunächst nicht getan und dann hat es also Intrigen in Sparta selbst gegeben. Kleomenes ist dann auf grausame Weise geendet in Sparta selbst. Wird ermordet oder was? Könnte sein, ja. Das wird aber bei Herodot anders berichtet. Angeblich soll er Selbstmord gemacht haben. Aber das scheint etwas anderes im Spiele gewesen zu sein. Und zwar eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Königen. Zwischen Damaratos, so hieß der zweite König, der Eurypontide, und Kleomenes. Und da hat Kleomenes durch einen Bestechung in Delphi es fertiggebracht, den Damaratos abzusetzen oder absetzen zu lassen. Und das ist dann später aufgeflogen und da musste Kleomenes fliehen. Beschämt tötet er sich selbst. Ja, das ist eine schwierige Frage. Er soll dann nach Arkadien gegangen sein und dort eine Verschwörung gegen Sparta inszeniert haben, was ich aber nicht glaube. Das ist offenbar eine erfundene Geschichte auch wiederum und er ist dann hinterher eingesperrt worden und soll sich dann selbst getötet haben, aber auf eine Weise, die physisch eigentlich gar nicht möglich ist. Wie, was hat er gemacht? Ja, er soll sich also nach und nach die Waden aufgeschlitzt haben und das Fleisch also von seinem eigenen Körper abgeschnitten haben, aufgrund einer Geistesgestörtheit. Das scheint aber doch eine Erfindung derer zu sein, die ihn also aus dem Wege schaffen wollen. Was ja auch zeigt, dass in Sparta keineswegs immer diese Einigkeit herrschte. Nein. Da gab es genauso wie in anderen Polis auch heftige innere Auseinandersetzungen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also die haben Hopliten. Ja? Ja. Die haben also ein junges Kämpferkorps, das hochspezialisiert ist für Schlachten. Ja, das sind Spezialisten. Ja, und vor allen Dingen durch Training. Und das Training war natürlich möglich, weil ja die Heloten die Felder bestellen mussten und Abgaben liefern mussten an die Sklaven. Sklaven ähnlich. Also, ja, das sind die Arbeiter. Ja, es sind also unfreie Bauern, um es mal möglichst neutral zu formulieren. Und darauf ein aristokratisches, kriegerisches Jünglingswesen? Man darf sich das nicht so vorstellen, wie man das etwa teilweise in der älteren Forschung gemacht hat, dass da sozusagen eine aristokratische Herrschaft in Sparta bestand, sondern es handelte sich ja um eine Polis, um eine Polisgemeinschaft, wie in anderen Polis auch. Und diejenigen, die also sich selbst ausrüsten konnten, die dienten dann als Hopliten. Und aufgrund dieser Okkupation von Südlakonien und von Messenien, was also in einem gewissen Abstand dann erfolgt ist, gab es eben ausnahmsweise sehr viele Hopliten in Sparta. Also, das sind schwer bewaffnete. Zunächst mal sind sie fast nackig. Ja? Dann kommt so ein Lederwams. Dann kommt ein Schild. Ein Rundschild. Ein Helm. Also auch gleichzeitig etwas beweglich, nicht? Ja, also die Phalanx bedeutet ja Walze. Ja. Und diese Schlachtordnung ist etwa um 650, also Mitte des 7. Jahrhunderts, erstmals auf einer Vase, auf der sogenannten Kidji-Vase, belegt. Er ist also gemalt, wie die Hopliten in den Kampf ziehen und in der Schlacht. Walzen den Gegner nieder, ja?
Wenn das gelingt, ja, das versucht natürlich wenn, der andere auch. Wenn zwei Walzen aufeinander kommen, ja, dann ja. Gibt's und je dichter oder je tiefer gestaffelt die Schlachtordnung ist, desto effektiver ist die natürlich. Und da hatte eben Sparta den Vorteil, dass es schon im 6. Jahrhundert sehr viele Hopliten hatte und dadurch also dann auch in der Lage war, andere sozusagen in ein Bündnisverhältnis zu zwingen oder auch eben aufgrund seiner starken Macht einfach dazu zu bringen, sich Sparta anzuschließen. Und so ist also der sogenannte Peloponnesische Bund in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts entstanden. Und Sparta hatte also eigentlich als erste griechische Polis eine derartige Symmachie, ja? Eine hegemoniale Symmachie sozusagen. Also der Hegemon war Sparta und die Bundes... Das ist eine Art NATO, würde man heute sagen können. Nicht? Ja. Aber ein Bündnis, ein Städtebündnis. Ja, gut, ja. Aber in der NATO sind ja formal... Eine Eidgenossenschaft, könnte man richtig, sagen. Richtig, aber in der NATO sind ja formal die Staaten gleichberechtigt. Ja, das wenn ist eben hier nicht auch, der Fall. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir haben da zum Beispiel aus dem frühen 5. Jahrhundert eine Inschrift, wo also die Spartaner mit einer sonst unbekannten Gemeinschaft einen Bündnisvertrag schließen. Und da heißt es wörtlich, also diese... Erxadies heißen die, müssen in den Krieg folgen, wohin Sparta sie führt. Ja, also das ist eindeutig eine sogenannte Hegemonieklausel. Und jetzt rücken die persischen Heere heran. Ja, und da... An den Thermopylen. An den Thermopylen. König Leonidas versäumt es, die Gebirgspässe ja, zu kontrollieren. Ja, er hat sie zwar... bewachen lassen, aber zu schwach. Zu schwach, ja. Und vor allen Dingen hat er da unsichere Kantonisten hingeschickt, die Phoker. Die sind also laufen gegangen, als dieses Umgehungsmanöver einer persischen Elite-Einheit. Der Unsterblichen. Die heißen die Unsterblichen, ja, weil sie immer wieder aufgefüttert werden als Garde. Ja, das ist fraglich. Es kann auch ein Missverständnis der Griechen sein, weil der persische Ausdruck für Gefolgsmann ähnlich lautet. Ja? Sodass also da eine andere Konnotation wohl mit zu verbinden ist. Aber das ist problematisch. Und die umgehen jetzt das griechische Heer und machen ja eigentlich eine klassische Kesselschlacht. Ja? Weswegen das ganz passend war, dass die Thermopylen ja, bei Stalingrad auch genannt werden. Ja, also Kesselschlacht würde ich so nicht sagen. Leonidas bekam ja noch Meldung von dem, was sich da abspielt, hat eilends einen Kriegsrat einberufen. Dann kam es zu panikartigen Diskussionen und der größte Teil der Truppen, die er zur Verfügung hatte, marschierte ab, konnte noch entkommen. Und er hat auch nicht angenommen, dass er also auf verlorenem Posten stand, sondern hat versucht, den Rückmarsch noch zu decken mit seinen 300 Leuten und mit Thespiern, die also freiwillig da geblieben sind, und mit Thebanern, die sich auch in diesem Truppenkontingent befanden. Das Problem war natürlich, dass ja die griechische Flotte beim Kap Artemision stand. Und das war ja ein ganz wertvolles Kriegsinstrument, die Flotte, weil ja Xerxes praktisch einen Angriff mit zwei Waffengattungen führte. Das war also einmal diese gewaltige Landarmee, aber natürlich nicht so groß, wie sie überliefert ist. Der mag vielleicht etwa 80 bis 100.000 Kombattanten gehabt haben. Natürlich auch noch Trossmannschaften, aber das waren ja keine Kombattanten. Und die Flotte, vielleicht in Stärke von 600 bis 700 Einheiten, nicht so viele wie das überliefert ist, 1207. Das waren ja auch phönizische, griechische Schiffe, die waren eigentlich gar ja, nicht so natürlich, verschieden. Sicher, ja, sicher. Die Perser hatten ja im Grunde gar keine Flotte, sondern nein, die Reichsflotte bestand aus Ägyptern, aus phönikischen Einheiten und eben auch aus griechischen Einheiten aus Kleinasien. Hm. Ja, wie gesagt, die stand bei Artemision und musste sich ja durch den engen Sund von Euböa, wo also Euböa an das attische Festland stößt, da kann immer nur eine Triere konnte durch diesen Sund. Und das war also ein gefährliches Manöver, da den Rückzug anzutreten. Da hat er offenbar noch versucht, möglichst lange eben die Stellung zu halten, aber
Der Kampf hat nicht bis zum Abend gedauert, sondern etwa bis in die Mittagsstunden hinein. Dann waren die erledigt. Ja. Die haben nochmal einen Ausfall versucht und das hat dann nicht funktioniert. Und damit war natürlich auch der Weg nach Attika offen. Aber die Flotte konnte noch rechtzeitig sich dann zurückziehen nach Salamis. Was war der Grund für diesen sensationellen Sieg? Man sagt immer, die kleinen, beweglichen Schiffe, ja, der Athener. Ja, die hatten Trieren, so klein, also für damalige Verhältnisse war das das modernste Kampfschiff. Ja. Etwa mit 180 Mann Besatzung seinerzeit. Was war so geschickt an Salamis? So griechisch, so intelligent, so tapfer, so ja. Listenreich. Ja gut, also man muss natürlich davon ausgehen, dass in antiken Seeschlachten eigentlich, wenn der Aufmarsch erfolgt war, die Flottenleitung nicht mehr viel machen konnte. Die hatten ja keinen Funk und konnten die Schiffe dirigieren. Dann kam es also wirklich auch auf die Geschicklichkeit der einzelnen Steuerleute an und der Trierreiche. Die rammten sich gegenseitig, fuhren die Ruder dem Gegner ab. Ja. Und dann gab es eigentlich das Spiegelbild einer Landschlacht. Also dann wurden die Schiffe geentert. Ja, richtig? zum Teil. Also das Feuer? Problem für die Perser war darin, dass der Xerxes oder beziehungsweise die persische Flottenleitung von Phaleron aus an der Küste entlang gefahren ist, um die Griechen einzukesseln und dann regelrecht an Land zu überraschen und zu zerdrücken. Und sie mussten also dann eben schon in der frühen Nacht los und mussten dann sozusagen nüchtern in den Kampf. Und der hat den ganzen Tag über gedauert. Und die griechische Flotte konnte natürlich in Erwartung des Angriffs dann auch schnell von der inneren Linie her, ja. Also die Boote mussten erst zu Wasser gelassen werden und bemannt werden, aber dann hat sich eben doch ein recht unübersehbarer Kampf, ein Getümmel ergeben. Aber sie unterbrachen diesen großen Plan, ja, an mehreren Stellen. Ja. Und es ist eigentlich die Friktion gewesen. Ja. Ja. Das heißt, der festgefügte Plan der Perser ist an den Tatsachen zerschellt. Sicher. Aeschylus hat ja mitgekämpft, ja, der liegt, und er hat ja in den Persern auch beschrieben. Aber der Schlachtbericht ist natürlich nicht mehr wörtlich zu vernehmen. Und der Perserkönig hat vom Ufer aus Ufer aus auf einem hohen Thron zugeschaut, was sich da abspielte. Und die Griechen haben zunächst wohl offenbar gar nicht gemerkt, welchen Erfolg sie damit erzielt haben. Und erst wurde ihnen bewusst, als die persische Flotte den Rückzug antrat, was da geschehen ist. Ja? Und daraufhin auch das Heer. Ja? Nicht? Das Heer, also Teile des Heeres, haben sich nach Kleinasien auf dem Landweg zurückgezogen mit Xerxes. Und Mardonius hat dann auf Befehl des Xerxes in Boeotien überwintert und im nächsten Jahr dann erneut Attika besetzt, Athen besetzt. Und dann ist es ja in der Schlacht bei Plataei, ist ja die Entscheidung dann gefallen. Und zwar, da kann man wohl sagen, durch die Standfestigkeit der spartanischen Hopliten. Ja. Die Schlacht ist für die Griechen fast schon verloren. Ja, weil ein großer Teil der griechischen Kontingente den Rückzugsbefehl missverstanden hat. Und geglaubt hat, wir müssen uns jetzt in Sicherheit bringen und sind also nicht in der erforderlichen Ordnung zurückgegangen. Ja? Nur die Athener, die Megara und die Spartaner haben standgehalten, mussten sich dann natürlich auch langsam zurückziehen und gerieten dann auf gewissen Höhenzügen, in das Sichtfeld der persischen Bogenschützen. Wurden dort unter schweres Feuer genommen, haben aber standgehalten und dann versucht, den persischen Reiterangriff zu stoppen. Mardonius, der persische Feldherr, hat sich mit in das Kampfgetümmel begeben. Er glaubte schon gesiegt zu haben. Er ist übermütig. Ja, könnte man sagen. Ja, es war jedenfalls ein Fehler als Feldherr, den er da begangen hat, weil dann gewissermaßen
die Orientierungsmarke für die Kombattanten fehlte. Das ist bei einem persischen Heer ja, so, ja, dass klar. der Feldherr ja. Ja, auf erhöhtem Platz, ja. selber wie eine lebende Standarte, ja, könnte man sagen. Er Zeichen, ja, ja, er war natürlich wie ein Leuchtturm. Auch durch seine, er navigiert durch die Schlacht. Durch sein Ornat sozusagen sichtbar. Ja. Und das hat also dann zur Flucht persischen... Als er fällt, ist die Orientierung verloren. Ist die Orientierung verloren und die Griechen stoßen nach, erobern das Lager und haben die Schlacht gewonnen. Und jetzt ist sozusagen Griechenland eben nicht Teil der Hochzivilisation des Persischen Reichs, ja, wird nicht zum Orient, ja, sondern ja. bis zu Alexander hin, ja, ja. eine Gegenmacht, ja. die sich untereinander streitet. Ja, dann ist natürlich noch wieder ein Problem zu berücksichtigen. Es ist also umstritten, was denn nun eigentlich die Perser wollten. Ich aber vermute, dass es sich da um eine gezielte Expansion handelt, aufgrund der Erfahrungen, die Persien oder der Hof des Großkönigs in Kleinasien mit dem Ionischen Aufstand hatte. Ja? Da hat er vorbeugend also, sozusagen. Ja, da ja. hat er sicherlich doch darauf gesetzt, dass nun eben doch das griechische Mutterland in seinen Herrschaftsbereich einzubeziehen ist, um dafür ein für alle Mal dann Ruhe zu haben. Und jetzt, wo liegt der große Konflikt zwischen Sparta und Athen, der dann zu den schrecklichen Peloponnesischen Kriegen führt? Das ist eine sehr lange Geschichte. Thukydides braucht dazu ein ganzes Buch, um das zu erklären. Ja. Sparta hat also... Das ist doch ein gutes Buch, nicht? Das ist doch politisch ein hochinteressantes Buch. Ja. Das, also wie Kriege entstehen. Ja? Wie Kriege entstehen und vor allem... Auch geht ja Thukydides ja nichts nutzen, wenn man nicht keinen Friedensplan wirklich hat. Ja, ja und vor allem auch für den Historiker interessant, weil er erfährt, wie Politik gemacht wird, sozusagen in Griechenland. Das ist ja ganz wichtig, dass wir auch erfahren, welche. Und eine Naturgewalt wie die Pest entscheidet mehr, als alle Krieger entscheiden können. Ja, also die Pest hat ja Athen nicht zu Boden geworfen. Nein. Natürlich sehr stark das Potenzial an Rekruten und Kombattanten und Ruderern reduziert. Ja. Sicherlich, ja. Ja, also Sparta hatte eben nicht die Möglichkeit, wie Athen, das aufgrund seiner Flotte hatte, den Krieg offensiv fortzusetzen und die kleinen asiatischen Griechen langfristig eben effektiv zu schützen. Es hat sogar dann auch Schwierigkeiten mit seinen eigenen Bundesgenossen gegeben, die erst in Schlachten um 470 dann bereinigt wurden. Wie kommt es jetzt, dass Sparta, eine Landmacht, ja, nicht? Ja. Dieses raffinierte Athen mitsamt der langen Mauer, seiner Verbindung ja, zwischen... die lange Mauer war da noch nicht gebaut. Aber jetzt kommt sie. Sie kommt jetzt. Ja. Wie kommt es, dass die in einem langen Krieg, wie lange hat der gedauert? Der Peloponnesische Krieg. Ja, von 431 bis 404, aber mit Unterbrechungen. Ja, also, aber wie kommt es, dass der Sparta so klar siegt? Das hat letztlich seine Ursache wohl darin, dass es den Spartanern gelungen ist, persische Subsidien in hohem Grade zu bekommen. Ja. Dann aber auch, weil in der letzten entscheidenden Schlacht bei Aigos Potamoi, ja, das liegt also in den Dardanellen, die athenischen Feldherren mit einer unglaublichen Tölpelhaftigkeit dem Lysander, dem berühmten spartanischen Admiral, also eigentlich Nauachos, in die Falle gegangen sind. Ja, die haben also da am Land gelagert, die Flottenmannschaften, und haben immer wieder versucht, die spartanische Flotte zum Kampf zu provozieren. Lysander hat das verboten und hat darauf gewartet, dass die Athener sorglos wurden. Und in dem Augenblick hat er dann das Angriffssignal am dritten oder vierten Tag gegeben. Und die Athener wurden also dann am Land überrascht, konnten nicht mehr ihre Schiffe ins Wasser lassen, bis auf eine Ausnahme unter Führung eines später so berühmten Admirals Konon, der dann später sogar persischer Flottenführer geworden ist. Der konnte also mit 10 Triieren noch entkommen. Das war also die Entscheidung. Was ist die Schlacht von Leuktra? Was ist das? Ja, die Schlacht von Leuktra ist eigentlich
auch nicht zuletzt, oder die Niederlage von Lothar, nicht zuletzt die Schuld eines Königs, nämlich Agesilaos II., der jahrzehntelang die spartanische Politik dominiert hat und rücksichtslos spartanische Interessen vertreten hat. Ja. Er hat eigentlich die Kräfte seiner Polis überschätzt. Wer besiegt ihn? Die Thebaner und Epaminondas, der also eine neue Schlachtformation entwickelt hat, die sogenannte schiefe Schlachtordnung. Was bedeutet das? Friedrich der Große wendet das ja auch an. Das ja, bedeutet, man greift in der Flanke an, mit der ganzen Front von einer Seite, oder was ist die schiefe Schlachtordnung? Man muss sich das so vorstellen, also die Phalangen haben in aller Regel auf dem rechten Flügel das Gros massiert. Ja? Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Phalanx eine geschlossene Front bildet, Schild an Schild. Und diese Walze hat sozusagen eine Drehbewegung, eine ja, Wucht. Ja, das kommt eben daher, ja, weil der Flügelmann keinen Schutz hat. Ja. Und dann sozusagen dahin tendiert, immer nach rechts zu gehen, ja? Um also nicht seine Flanke zu entblößen. Und das hat dann automatisch dazu geführt, dass eben aufgrund dieser Erfahrungen die rechte Flanke forciert angreifen sollte und da den schwächeren linken feindlichen Flügel erdrücken sollte. An sich würden Sie sich jetzt flügelartig drehen, ja? Ja, windmühlenartig. Ja, ja, das ist natürlich nicht wie so eine Kreiselbewegung. Nein, aber rein theoretisch ist eine solche theoretisch. Flankenbewegung, ja? Ja, wäre im Grunde ja eine Kreiselbewegung, ja, weswegen viele Schlachten von bei Valmy später, ja, ja, oder vor Metz, ja, ja, Gravelotte, ja, ja, mit umgekehrter Schlachtordnung, ja, stattfinden. Ja. Auch Issos. Ja, 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 aber so umgekehrt war es ja nicht. Nein, nein, es nein. War ja ein massiver aber die Tendenz. Otismos, also Gewaltstoß ist das auf Deutsch. Ja, ja, ja. Und der Epaminondas ist von diesem Prinzip abgegangen und hat, so scheint es jedenfalls, seinen linken Flügel derart massiert, dass der den schwächeren spartanischen einfach zersplittern musste. Er hat es aber noch verfeinert dadurch, dass er offenbar keilförmig angegriffen hat. Ja, einen Keilstoß durchführen ließ. Das ist eigentlich erst auch in jüngster Zeit so recht deutlich geworden, weil man vermutet hat, dass ja Xenophon nicht umsonst davon spricht, dass die Thebaner wie eine Triere sozusagen die feindliche Schlachtlinie durchschnitten hat. Und da sind also von den 700 Spartiaten, also den Vollbürgern, 400 gefallen. Wenn man überlegt, dass die Spartiaten in der Zeit der Perserkriege noch rund 8000 Hopliten hatten, so hatten sie jetzt in der Zeit von Lothar vielleicht noch 1500 Vollbürger. Aristoteles spricht sogar von noch weniger Vollbürgern, aber weniger würde man wohl kaum richtig ansetzen.